wir schalten es jetzt offline. Also wo es möglich ist, dann schalten wir es aus. Nein, Babyüberwachungsgeräte erzeugen je nach Betriebsart niederfrequente Felder, hochfrequente Felder oder beides. Gesundheitsschädigende Auswirkungen sind aufgrund der geringen Sendeleistung der Geräte nicht zu erwarten. Wer will, kann aber die Feldintensität einfach reduzieren, indem er zum Beispiel die Reichweitenkontrolle abstellt und den Abstand des Geräts zum Kind vergrößert. Funkbetriebene Babyüberwachungsgeräte nutzen hochfrequente elektromagnetische Felder. Geräte, die über die Steckdose mit Strom versorgt werden, erzeugen niederfrequente Felder.